diesem Kanal geht es ja immer wieder darum, wie hat man mehr Erfolg mit Frauen, wie lernt man Frauen kennen, wie spricht man Frauen an, wie verführt man Frauen, wie bekommt man Frauen in eine Beziehung. Es geht also immer um das Thema Frauen. Deswegen heißt der Channel ja auch noch mehr Erfolg mit Frauen. Heute wollen wir aber darüber reden, warum es mal sinnvoll sein kann für jeden Mann, eine Zeit zu haben in seinem Leben, wo er nichts mit Frauen zu tun hat. Willkommen im neuen Video, schön, dass du wieder da bist. Wovon rede ich hier also? Ich rede von einer Zeit, wo der Mann mal nichts mit Frauen zu tun hat. Heißt einfach für mich, in dieser Zeit kümmert der Mann sich um sich selbst, um seine eigene Unabhängigkeit, ist in der Umgebung von Männern, aber hat nichts mit Frauen zu tun. Das heißt, er spricht keine Frauen an, lernt keine Frauen kennen, datet keine Frauen, ist auch mit keiner Frau zusammen. Dieses ganze Thema mit Frauen ist also für eine gewisse Zeit nicht in seinem Leben und nicht relevant für ihn. Ja, das kann sein ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Jahr. Und ich glaube, es ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass ein Mann mal so eine Phase durchgemacht hat in seinem Leben. Ich habe das schon manchmal in anderen Videos erwähnt, aber viele Männer tendieren, oder ich sag mal, viele Jungs tendieren auf dem Weg zum Mann zu folgendem Verhalten. In dem Elternhaus mit der Mutter, die kümmert sich um alles, du bist abhängig auf gewisse Weise von ihr, von der Mutter. Sie kocht für dich, sie macht deine Wäsche und irgendwann kommt der Punkt, wo du ausziehst. Und was viele Männer dann machen ist, so schnell wie möglich versuchen sie, die nächste Frau zu finden, also eine Partnerin zu finden, um all diese Sachen, die die Mama gemacht hat, wieder von der Partnerin dann machen zu lassen. Ja, abwaschen, Wäsche waschen, kochen und so weiter. Also die wollen halt, das ist halt ein nicht lernen wollen der Männer, ein sich nicht weiterentwickeln wollen der Männer, von einer Abhängigkeit in die nächste. Ja? Und das machen viele Männer. Das ist der Weg von vielen Männern. Sie kämpfen sich sozusagen durch diese kleinen Episoden, wo mal keine Frauen da sind, durch, nur um schnell eine Frau zu bekommen, mit der zusammenziehen zu können und wieder alles von ihr erledigen zu lassen. Viele Männer machen das und ich halte das für einen riesigen Fehler, denn wenn du das so machst und dann auch noch die Frau heiratest, was auch oft passiert, dann hast du niemals Unabhängigkeit gelernt als Mann. Du bist von Abhängigkeit in die nächste Abhängigkeit gegangen. Und das ist ein Fehler. Ja, du solltest lernen, dass du als Mann unabhängig von Frauen sein kannst, dass du für dich selbst sorgen kannst in jeglicher Hinsicht. Diese Erfahrung zu machen ist wichtig auf dem Weg, auf dem Entwicklungsweg zu einem Mann, damit du einfach weißt, hey, was auch immer passiert, am Ende des Tages kann ich mich um mich selbst kümmern. Das hat natürlich den Vorteil, wenn du dann in einer Beziehung mit der Frau bist, dass du immer weißt, okay, im schlimmsten Fall komme ich klar. Wenn du aber jetzt von einer Abhängigkeit in die nächste gehst, dann denkst du dir halt immer, oh nein, ich darf die Frau nicht verlieren, weil was soll ich denn dann machen? Ich bin ja abhängig von dieser Frau. Gewisse Dinge, gewisse Aspekte macht sie, die ich nicht machen kann, weil du sie nie gelernt hast, weil du sie nie hast lernen wollen. Und das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wenn du in Abhängigkeit lebst, dann verändert das dein Verhalten, dann verändert das deine Einstellung zu dem ganzen Thema. Wenn du abhängig bist in einer Beziehung, dann kannst du nicht ganz du selbst sein, dann kannst du nicht ganz kraftvoll sein. Dann musst du Kompromisse eingehen, dann musst du dich so verhalten, dass du sie nicht verlierst. Und dann verlierst du sie natürlich. Jeder, der das mal erlebt hat, weiß, wovon ich rede und ich glaube, viele Männer kennen das. Deswegen ist es wichtig, dass du dir aktiv eine Zeit nimmst. Am besten nach einer Trennung. Also nach einer Trennung ist ein super Zeitpunkt, um sich mal von Frauen Auszeit zu nehmen für eine gewisse Zeit. Na, weil nach einer Trennung solltest du sowieso dich um dich kümmern, dein Leben wieder aufbauen, deine Lebensbereiche wieder in Ordnung bringen. Und das passt perfekt damit zusammen. Nimm dir nach einer Trennung, aber auch gerne an einem anderen Zeitpunkt, nimm dir Zeit, wo du wirklich mal ein halbes Jahr, ja, nur mit dir selbst bist, nur mit Männern bist, dich komplett um deinen eigenen Scheiß kümmerst. Ja, ein Mann sollte wissen, wie man kocht. Ein Mann sollte wissen, wie man Wäsche wascht. Das sind Sachen, klar, das sind Frauensachen, aber du solltest das einfach können. Es ist ja okay, wenn dann deine Frau in der Beziehung das später übernimmt und diese Sachen macht. Alles cool. Aber du solltest das auch können, zumal es sehr attraktiv ist, wenn ein Mann gut kochen kann. Ich kann mittlerweile sehr, sehr gut kochen. Ich koche auch sehr gerne. Kochen ist total geil. Ja, Wäsche waschen, ja, ist voll die Scheiße, aber gut, muss man halt machen. Na, das kann ich auch. Ich kann auch Wäsche waschen und ja, bügeln und kochen, wenn es sein muss. Ich koche sehr gerne. Das sind Dinge, die solltest du lernen. Diese Unabhängigkeit solltest du lernen, damit du einfach auch mehr Selbstvertrauen in dich als Mann hast. Ja, wenn dir Selbstvertrauen in dich oder in dir fehlt, dann überleg mal,
ja, wo bin ich denn noch in Abhängigkeiten? Warum habe ich denn nicht dieses Selbstvertrauen? Wo bin ich denn noch codependent? Wo brauche ich denn noch vielleicht eine Frau oder vielleicht einen anderen Mann, meinen Vater, um irgendwas zu regeln? Wo regle ich denn noch nicht alle Dinge selbst? Und fang an, die Dinge selbst zu regeln. Das baut enormes Selbstvertrauen in dir als Mann auf. Und dann sind viele Probleme mit Frauen auch automatisch leichter zu lösen, weil du dann einfach von einem ganz anderen Standpunkt auskommst. Die Frau merkt ja auch deine Unabhängigkeit und Unabhängigkeit ist attraktiv. Nicht die Form von Unabhängigkeit, dass du sagst, ich bin so unabhängig, dass ich mich auf keine Person einlasse. Das ist wieder bescheuert. Aber Unabhängigkeit im Sinne von, ich kann für mich selbst sorgen. Ich stehe auch für mich alleine hier im Leben, wenn es sein muss. Ich habe gerne eine Partnerin an meiner Seite, mit der ich eine gute Beziehung führe oder verschiedene Frauen, aber ich kann alleine für mich stehen. Das sollte jedermann können. Diese Zeit sollte sich jeder Mann mal in seinem Leben genommen haben oder nehmen. Das Video ging natürlich speziell jetzt auch an jüngere Zuschauer, die vielleicht noch auf diese Phase zusteuern. Dazu sage ich halt immer wieder, wenn du noch bei deinen Eltern wohnst, bitte zieh da aus. Ich habe immer wieder Coaching-Teilnehmer bei mir, die noch bei ihren Eltern wohnen und sich dann wundern, warum es mit den Frauen nicht ganz so gut klappt. Das hat natürlich einen riesen Einfluss. Deine Entwicklung als Mann vom Jungen zum Mann ist begrenzt, wenn du noch zu Hause wohnst. Da kann nicht so viel passieren, weil du einfach nicht mit Herausforderungen konfrontiert wirst. Wenn du alleine wohnst oder alleine lebst, dann wirst du permanent mit Herausforderungen konfrontiert, die du lösen musst. Du mit deiner eigenen Kompetenz, die du entwickeln musst. Und dann fühlst du dich auch gut, dann hast du auch Selbstvertrauen als Mann. Aber wenn du zu Hause lebst und deine Eltern erledigen alles, deine Mutter erledigt alles oder deine neue Mutter, deine neue Freundin, Abhängigkeit erledigt alles. Natürlich hast du dann kein Selbstvertrauen in dich als Mann. Natürlich fühlst du dann dich in deiner Haut als Mann, als du selbst nicht super wohl, nicht super kompetent. Aber diese Kompetenz entwickelst du außerhalb von Abhängigkeitsverhältnissen, nicht in Abhängigkeitsverhältnissen. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du das Video abonnieren. Bullshit, den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz dieses Jahr bewerben, wenn du mehr Frauen kennenlernen und verführen willst als jemals zuvor. In den nächsten 3 Monaten kommst du zu mir ins Coaching. Bewerb dich gerne hier unter mir. Unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir empfehle. Schau das unbedingt. Eines der wichtigsten Videos hier auf diesem Channel. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen geilen Tag. Ciao.